Es ist soweit. Die Spenden sind noch nicht ganz ausgezahlt, aber die Bestellungen wurden gemacht und die sind da. Die sind da. Und weil ich keinen Führerschein habe und keinen Bock habe, alles zu schleppen, habe ich mir ein Komplizengold. Hallo. Das hier, Naritan, der hat nicht nur eine sehr große Spende gemacht für das tolle Event, sondern er spendet jetzt seine Freizeit, seinen Sprit, seine Energie. Ich lasse ihn gleich einfach alles schleppen und er fährt mich auch. Alles gut. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt einen Kaffee. Ganz wichtig, sonst funktioniert hier gar nichts. Und dann gehen wir erst zum DM, holen Zahnpasta und Shampoo. Und dann zum Aldi und holen den Fresskram. Mhm. Das machen wir heute. Ganz wichtig zum Start. Wir schaffen heute nicht alles. Heute ist Samstag. Heute haben die zu, so wie ich das weiß, was ich nicht ganz verstehe. Oder die, weil die ja Samstags zu. Ja. Egal, ich muss sie sowieso noch anrufen und dann müssen wir einen Termin machen. Dann muss ich ihn wieder herzerren aus der Nachbarstadt. Das dann ungefähr so aussieht. Ich hab doch keinen anderen. Bitte, komm, bitte. Weil sonst muss ich das alles tragen und das wird ein bisschen doof. Und dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal Shampoo, Zahnpasta und Kaffee. Alles klar, Attacke. Attacke. Ey, komm jetzt nicht raus! danke. Kleines Update. Der hat nicht funktioniert. Ist doch noch nicht da. Ja, doof. Gab's ein Missverständnis, ist nicht schlimm, passiert. Darum gehen wir jetzt zu dem wichtigen Part über, und zwar zum Fresschen, zum Aldi. Ich hoffe, die haben es da, weil hieß es definitiv. Die haben mich gestern noch angerufen. Okay. Da habe ich auch abgenommen. Und die haben gesagt, okay, das ist spätestens Samstag da. Ja. Und da gehe ich jetzt hin, dann holen wir das ab und bezahlen das und liefern das zu mir. Wenn sie es auch nicht haben, dann müssen wir den ganzen Scheiß hier löschen und nochmal machen. Dann bitte nicht. Okay, alles klar. Auf zum Atto, ich meine auf zum Aldi. Also, wie ihr seht, Aldi hat geklappt. Aldi war alles da. Das war mehr, also es ist wirklich super viel. Das ist das ganze Kartoffelpüree. Die Nudeln, die wir noch extra gekauft haben, wo ich mich verrechnet habe. Nari Reis, Nari Lechema. Er schleppt und fährt mich. Das ist so gut. Alles richtig gemacht. Hier sind die Süppchen. Und hier sehen wir alleine, fucking Kofferraum ist schon voll, nur mit dem Reis. Oh Gott, das wird doch was werden. Ne? Aber wir haben alles bekommen. Super, ca. 250 Euro. Die Quittung halte ich gleich noch in die Kappe. Kann, da habe ich jetzt in der Tasche als Beweis. Ja, habe ich. Wartet. Zuverlässiger Mitarbeiter, finde ich gut. Ich mach den unwichtigen Part. Ich dokumentiere das alles, dass wir euch nicht verarscht haben. Wartet. Ja, also 249,70. Na, wir gucken mal. Wenn ich am Ende noch so 50 Cent oder so übrig habe, packe ich noch eine Tube Zahnpasta oben drauf. Das ist nicht das Problem. Genau. Die Nudeln, Kartoffelpüree, Suppe, Reis ist schon verladen. Kartoffelpüree kommt. Wunderbar. Na, jetzt müssen wir nur noch auf die Zahnpasta warten. Hey Leute, es ist jetzt ein paar Tage her, dass wir eigentlich, vier Tage her, dass wir das ganze Zeug abgeholt haben und das steht noch in meiner Wohnung, weil wir haben auf eine Sache ja gewartet, auf den Kram von DM, die Zahnpasta und das Duschgel, was noch fehlte. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt, wir haben jetzt Mittwoch gegen 17.30 Uhr, ich hüpfe jetzt zu DM, ich habe auch gefragt, wie viel ist es ungefähr, sie meinten, mit zwei großen Einkaufstaschen kann man das alles holen. Sprich, ich würde jetzt Nari in Ruhe lassen, ich würde jetzt nicht irgendwie warten, ja, muss mit dem Auto geholt werden. Ich schnapp mir meine zwei Taschen und dann geht's jetzt zu DM und dann holen wir den Rest des Krams, ne? Ich freue mich, ich bin mal gespannt, wie viel das sein wird. Ja, das war ein bisschen Schlepperei, aber Gott sei Dank nicht so weit und es hat wunderbar geklappt. Hier steht alles. Unsere Pakete Duschgel, hier nochmal groß. Sensitive haben wir genommen, weil die wollten unbedingt dieses 2 in 1 haben, war aber 10 Cent teurer. Da haben wir jetzt gesagt, okay, ich habe mich beraten lassen ganz kurz und die Dame bei DM meinte halt wirklich, nimm das Sensitive Shampoo, das passt.
Das kannst du auch super nehmen. Das ist so auch mit Duschgel. Ne? Und natürlich nicht zu vergessen, hoppala, guck mal, er fliegt immer alles durch die Gegend. Nicht zu vergessen, jeweils 38 Tuben Zahnpasta. So, und damit haben wir jetzt alles. Wir müssen ganz kurz überlegen. Also jetzt in der Sekunde habe ich alles zu Hause. Man sieht es vielleicht noch. Hier sind die Lebensmittel, da sind die Hygieneartikel und da in der Ecke stehen auch noch ein paar Lebensmittel. Also ich bin voll. Also der Winter kann kommen. Ich hab hier noch. Nee, jetzt ist der letzte Schritt ist, das Zeug zur Tafel zu bringen. Wir haben jetzt zwei Optionen im Endeffekt. Jetzt stand jetzt. Ne? Ich muss ganz dringend mit denen anrufen und Termin ausmachen zur Übergabe. So, bekomme ich einen Fahrer, dann funktioniert das vormittags und wir können das übergeben. Wir können vielleicht noch ein paar Fotos machen. Wir dürfen vielleicht mal reingucken, wie das aussieht, wie das verteilt wird. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn ich ehrlich sein soll, auch mal da vor Ort zu sein, um mir das mal anzugucken. Natürlich sehr diskret auch. Ich würde halt versuchen, wenn es nicht geht, dass ich Fotos ohne die Menschen mache. Die wollen das halt nicht und das kann ich auch ganz, ganz, ganz klar verstehen. Dann machen wir da keine Fotos. Ne? Vielleicht mal außerhalb kurz eins, das ist nicht schlimm. Aber ich würde dann halt auch versuchen, die Leute, die da anstehen, halt aus dem Video zu lassen, so gut wie es geht. Option 2, ich bekomme keinen Fahrer. Das würde bedeuten, die Fahrer sind einmal die Woche hier in der Gegend, habe ich erfahren. Und da müsste man mal gucken, ob die vorbeikommen und das abholen. Okay, das ist ein bisschen unspektakulärer, aber klar, natürlich, das Zeug muss zu denen. Die brauchen das ganz, ganz dringend. Da haben wir mal ein kleines Problem. Und zwar sind die halt nur bis 14:30 da. Ich kann mal eine Stunde sagen, ich habe einen Termin, das abgeben und zurück zur Arbeit, wenn ich im Homeoffice bin oder am Abend halt eine Stunde dranhängen, das ist alles kein Problem. Aber mein Fahrer kann halt, also Nari kann halt einfach nur am Nachmittag und die machen um 14:30 zu. Und die sagen, ja, nach 14:30 haben wir zu, es ist keiner mehr da. Ich muss gestehen, ich finde das ein bisschen blöd, dass man nicht sagen kann, hey, wir karren hier eine Tonne Lebensmittel an. Könnt ihr es nicht da um 17 Uhr jedem einfach nur einen haben, der das ganz kurz annimmt oder zwei Leute, dass wir das ins Lager packen. Wir helfen ja auch beim Lager reinräumen. Das funktioniert nicht ganz. Also ich kann aber auch verstehen, dass die auch irgendwann keinen Bock mehr drauf haben und nach Hause wollen, weil die sind halt alle auch ehrenamtlich da. Ne? Gut, das werden wir jetzt die nächsten Tage herausfinden. Ich hoffe, da steht hier alles nicht noch eine Woche rum. Wie gesagt, das Video wird halt über mehrere Tage dann zusammengeschnitten. Das ist aktuelle Stand der Dinge. Und dann sehen wir uns, wenn wir den Kram wieder los sind. Ne? Dann hoffentlich ist das nicht so kompliziert, wie ich es gerade im Kopf habe. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Hey Leute, also ein paar Tage später jetzt. Ich bin gerade auf dem Weg zur Bank, denn ich muss meinen Teil der Spende noch einlösen. 50 Euro für den Tankgutschein. Die kommen jetzt noch von mir. Das Problem ist, ich habe ein bisschen das nicht so gut geplant, weil ich war jetzt noch im Homeoffice mit Meetings und den ganzen Quatsch. Und die haben gerade angerufen, in 15 Minuten sind sie da. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Warum kommen die und wir nicht dahin? Weil die haben ein bisschen doofe Öffnungszeiten. Die sind ab 14:30 nicht mehr da. Und mein Fahrer, der Nari, der kann heute nicht. Und weil der Nari nicht kann, muss ich dann umdisponieren und habe mit denen abgesprochen, dass wir vorbeikommen. Die sind Gott sei Dank in der Nähe am Dienstag. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg zur Bank, hol schnell das Geld. Drückt ihnen das dann halt einfach bar in die Hand, das ist ja nicht so schlimm. Und dann wird alles Kram endlich gespendet und kommt mal weg von der, aus meinem Wohnzimmer. Dahin, wo es auch gebraucht wird, und zwar zur Tafel, ne? Es ist alles eingepackt worden. Wir haben alles bekommen. Ja. Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe, nicht dass so es Dank, geklappt hat. Wir haben zu danken. Immer wieder gerne, wie gesagt, wir haben das in der Sammel, wir haben eine Woche lang gesammelt. Ja, das ist alles. Wir hätten gerne mehr natürlich. Nee, okay, aber sie schon das. Hilft schon. Und weil wir wissen, dass ihr auch ein bisschen Stress habt, haben wir hier noch eine Kleinigkeit, das sind 50 Euro fürs Tanken zumindest. Okay, alles die noch dabei. Die bitte alles für euch dann behalten. Okay, und dass ihr da vielleicht auch mal da ein bisschen wenigstens einen Tag noch eine Sorge weniger. Alles klar, danke. Super, ich habe zu danken. Danke für die nette Kooperation und dann mal gucken, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, genau. Super. Alles klar, immer wieder gerne. Ne? Tschüss. Schönen Tag noch. Dankeschön.
So, okay, es ist natürlich jetzt alles ein bisschen anders gekommen, wie ich es geplant hatte. Wir wollten ja eigentlich hin, das Schöne abgeben und alles und vielleicht nochmal die Inneneinrichtung und sie quasi das Lokal angucken da, wo die Leute abholen können. Natürlich hoffentlich nicht, wenn die da stehen. Hat alles nicht so ganz geklappt. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich hatte ein super nettes Gespräch mit 1000 Informationen von dem, mit dem netten Herrn, der es gerade alles abgeholt hat. Wir haben das alles eingepackt. Ich habe ihm natürlich geholfen. Es ist alles weg. Freuen sich riesig. Vielen lieben Dank. Das ist, ihr seid die Besten. Ohne euch wäre das alles nicht passiert. War aber auch, ich habe ein bisschen unterschätzt, was das mit der Logistik, mit dem Plan, mit dem Abholen und so. Also wir werden dann noch gucken, okay, was kann man verbessern? Was kann man, wo können wir ein bisschen das besser planen? Vielleicht noch irgendwo noch ein paar ein besseres Angebot rauskriegen, dass wir ein paar Lebensmittel mehr bekommen. Oder die ganze Aktion anders aufziehen. Ich sage hiermit dann auch jetzt aber erstmal Dankeschön. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, für euren Support. Und dann bis zur nächsten Aktion, bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Video, wie auch immer. Ne? Ciao.